bin Heidi Meier und ich singe die Rolle der Romilda in Xerxes. Ich bin die ältere Schwester von Atalanta und in mich ist der Arsamenes verliebt. Und ich bin auch in ihn verliebt, aber der größere Bruder von Arsamenes ist Xerxes. Und Xerxes ist ein Machtmensch und außerdem, ja, ihm steht alles zu, denkt er, was da so kreucht und fleucht. Und weil Arsamenes mich liebt, glaube ich, nur deshalb interessiert er sich auch plötzlich für mich. Die Beziehung zu meiner Schwester ist, also wir sind uns zu nah eigentlich. Wir sitzen dauernd auf der Pelle und wir versuchen, jeder so ein bisschen Freiraum von der anderen zu kriegen. Aber wie man das ja auch sieht, Atalanta macht mich immer nach. Also sie ist die Kleinere und sie geht mir gewaltig auf die Nerven. Und natürlich auch, wenn sie sich dann plötzlich in meinen Freund verliebt, das ist, was soll man da noch sagen? Ja, das ist der Gipfel der Nachmacherei. Und sie ist schon ziemlich ausgekocht. Er wird sein Herz an anderer Flamme. Du weißt es selber. Ich bin Anke Krabbe und ich singe die Rolle der Atalanta in Xerxes. Und Atalanta ist also die kleine Schwester, die der großen Schwester überhaupt nichts gönnt. Weder ihre Kleidung noch ihre Liebhaber. Wir verstehen uns privat auch wahnsinnig gut und innerhalb der Probenphase kamen wir auch überhaupt nicht raus aus unseren Rollen. Also das hat sich eigentlich so durchgezogen, weil wir sehr, sehr ähnlichen Humor haben und gleich ticken. Und wir können uns ärgern, ohne dass der andere beleidigt ist. Das ist einfach fantastisch. Und Arsamenes, er will ich mir zum Mann. Also liebst auch du gleich. Doch werd ich es tun. Letztendlich hat das unglaublich viel Spaß gemacht. Also man bekam natürlich auch, je weiter man gearbeitet hat und es sich verinnerlicht hat, eine unglaubliche Freiheit und Spaß. Und das wirkte dann so, als würde das im Moment gerade einfallen. Das war natürlich überhaupt nicht so. Also jede Fingerzeig ist inszeniert und ist gewollt. Das Tolle an dieser Produktion ist wirklich, dass es wie ein Fest ist. Also wir kommen uns vor wie bei einer Klassenfahrt oder wir haben uns alle lange nicht gesehen. Und es ist, man trifft sich und man freut sich über die Leute, die wieder da sind. Und es ist wirklich, es ist so ein, das greift alles so ineinander. Also es gibt niemanden, auch hinter der Bühne nicht, der sich nicht auf dieses Stück freut.